hier beginnt jetzt eigentlich unsere Wandertour so richtig. Die Hotel Weizen, direkt am Wanderweg. So, wir wandern am Rio Blanco entlang. Die Strecke ist mit 7 Stunden angesetzt. Ich denke mal, dass ich 9 bis 10 Stunden brauche, weil ich auch unterwegs viele Stopps mache. Ja, das ist hier schon wirklich ein spektakulärer Wanderweg, muss ich schon sagen. Absolut gigantisch. Er hat gerade seine Videokamera verstaut. 10 Meter weiter bietet sie schon wieder ein komplett anderes Bild. Ist ja unglaublich. So, da ist er erstmalig, der Fritz Reul. Dieser Wahnsinns-Granitfelsen. Nur ein Bergsteiger schafft das pro Jahr, da hochzukommen. Das ist ein echtes sensationelles Teil. Gar nicht so hoch, aber extrem steil hoch. Wunderbar. Die Wolken werden gleich weggehen. Also hier den Wanderweg, das macht einfach keinen Sinn, hier durchzurennen. Hier muss man sich wirklich Zeit nehmen für jedes Panorama, was sich einem bietet. Einer von den beiden ist der Fritz Reul. Entweder der, ich vermute sogar dahinter, der er ist, weil er wirkt irgendwie ein bisschen höher. So, hier ändert sich die Landschaft schon wieder. Versuchen wir nochmal einen Blick da oben hin. Im Augenblick ist der Soll leider noch in den Wolken versteckt. Jetzt kommt er ein ganz klein bisschen hier oben. Ganz rechts sieht man jetzt zunehmend den Fritz Reul, wie er majestätisch da rauskommt. Ich bin noch nicht sicher, ob er ihn erzählt. Nicht ziemlich sicher. So, ich schlendere jetzt langsam Richtung Elschalten zurück. Das ist mir jetzt wirklich Zeit. Vielleicht finde ich noch einen schönen Aussichtspunkt, wo ich meinen Fritz mir anschauen kann. So, ich laufe hier durch einen wirklich naturbelassenen Wald zurück. Auch eine schöne Strecke. Ist natürlich schöner, wenn du das Gebirge siehst. Das hier ist natürlich auch total gewaltig. Echt wunderschön. Das Elschalten, das ist eine reine Touristenstadt, weil hier wird faktisch nur gewandert. Ist sogar die jüngste Stadt Argentiniens.